In der dritten Staffel der Landesliga kommt es vor 60 Zuschauern zum Derby zwischen dem Kirchhörder SC und dem Hombrucher SV. Der Tabellenvierte empfängt den Tabellenachten im letzten Spiel des Jahres 2019 für beide Teams. Und die Gastgeber in den weißen Trikots von rechts nach links, die auch favorisiert sind, erwischen den besseren Start. Guter Schuss von Alexander Djordjevic, doch er stand hier leicht im Abseits. Der Ball war eh nicht drin, deshalb schwamm drüber, weiter geht's. Erste gute Chance für den Hombrucher SV, Niklas Orlowski schlägt eine Ecke sehr scharf. Der Ball landet auf dem Querbalken. Es entwickelt sich ein ausgeglichenes Spiel in der ersten Halbzeit. Weiter geht's, wieder Djordjevic, guter Versuch, knapp drüber. Der Tabellenachte Hombrucher SV spielte durchaus richtig gut mit. Doch der KSC setzt zum Konter an. Das ist Leon Franke. Leon Franke legt rüber auf Simon Rudnick. Und nach 26 Minuten haben wir das erste Tor der Partie. Für Rudnick ist es das achte Saisontor. Der 28-Jährige ist der beste Torschütze vom Kirchhörder SC. Die Gastgeber führen also im Derby. Und eine Antwort des Hombrucher SVs bleibt vorerst aus. Der KSC hat mit der Führung im Rücken jetzt ordentlich Selbstvertrauen getankt. Starker Abschluss von Krämer. Jan Henning muss allerdings nicht eingreifen im Kasten der Gäste. Kurz vor der Pause dann nochmal der KSC. Simon Rudnick mit einem starken Dribbling an der Auslinie. Und dann ist es Benjamin Bielmeier, der fast das Eigentor erzielt. Jan Hennig ist zur Stelle. Mit dem 1:0 geht es für die Teams in den zweiten Durchgang. Neue Halbzeit, altes Bild, die Kirchhörder im Angriff, wunderbar gespielt von Shahin auf Leon Franke und der dann weiterleitet auf Simon Rudnick. Fast dieselbe Co-Produktion wie beim 1:0, doch diesmal geht der Ball nicht in den Kasten, ganz im Gegenteil aber in der 64. Minute. Niklas Orlowski mit dem schwierigen Rückpass. Neseray kann nicht mehr klären. Und Mehmet Şahin macht das dann wunderbar gefühlvoll. In der Jugend spielte er bei Schalke mit Julian Draxler unter anderem zusammen. Jetzt knipst er für den Kirchhörder SC in der Landesliga. Nur 3 Minuten später, Mehmet Şahin auf Leon Franke. Tor und Assist für Şahin. Leon Franke macht das 3:0. 5. Saisontor. Er macht ein richtig gutes Spiel. Und das ist natürlich die Entscheidung. Im zweiten Durchgang kam der Hombrucher SV einfach nicht mehr richtig an die Leistung der ersten Halbzeit ran. Dennoch. Die Gäste haben sich noch nicht ganz aufgegeben. Tim Schrade fast mit dem 1:3. Doch der Ball geht knapp am Kasten vorbei. Den kann man durchaus auch mal vollenden. Nach dem 0:3 entwickelte sich ein etwas ausgeglicheneres Spiel, weil der Kirchhörder SC auch einen Gang zurückschaltete. Hier nochmal ein Angriff. Chiengin Tuko umkurvt Jan Hennig. Neseray klärt auf der Linie und verhindert das 0:4 aus Hombrucher Sicht, die in der Folge sich auch nochmal vom Tor meldeten, Niklas Orlowski. Doch wirklich gefährlich wird dieser Abschluss nicht. Kurz vor Schluss dann nochmal eine Ecke für den Kirchhörder SC. Simon Rudnick verpasst seinen zweiten Treffer und so bleibt es dann beim 3:0. Nach dem Spiel war Kirchhörders Coach Sascha Rammel nochmal bei uns am Mikrofon. Ja, ich glaube, wenn wir die kompletten 90 Minuten zugrunde legen, haben wir auch in dem Ergebnis in der Höhe verdient gewonnen. Wir wollten von Anfang an einfach gewisse Dinge ja, besser machen als in den letzten Wochen, gerade in der zweiten Halbzeit. Und ja, das ist uns natürlich super gelungen. Im letzten Spiel des Jahres gelingt dem Kirchhörder SC also nochmal ein Erfolg. Und er beschenkt sich und seine Fans mit 3 Punkten so kurz vor Weihnachten. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.